Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, es ist der 27.12. Meine Fresse, Weihnachten ist vorbei, 2020 ist bald vorbei. Und ich weiß, dass Ace Attorney noch definitiv ins nächste Jahr gehen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt gucken wir mal. Der aktuellste Save ist der hier. 22.14 Uhr, 20.12. Damit wisst ihr auch, wann ich das letzte Mal das aufgenommen habe. Falls dann irgendwelche Leute mal fragen, wann hast du das denn aufgenommen? Hier kannst du es sehen. Guck in Video. Ich weiß, ist schwer. Kann ich auch nicht verlangen. Achso, wir sind hier noch bei... Ach, wir waren noch bei Lava Lava, ne? Bei Mr. Lava Lava. Was wollte ich denn von der Alten noch? Das ist ein total bescheuerter Safe. Ich habe keine Ahnung mal, was wir da irgendwie machen sollten. Ich weiß, dass wir die Silox platt machen mussten, ja. Noch irgendwas bei ihr? Nein. Das Einzige weiß ich, die Musik war geil. Das weiß ich noch. Ich glaube, wir haben die Räume uns angeguckt, ne? Ich guck mal. Oder müssen wir hier noch irgendwas präsentieren? Warte mal. Ich will mal was gucken. So. Glänzendes Foto. Okay. Ja. Ein spannender Anfang einer gewissen Folge. Was wollten wir machen? Damals. Ist nur 7 Tage her, aber... So, mit dir habe ich auch alles gequatscht, ne? Achso, da ist der große Knüller. Mal gucken. So, wo war denn... Oh, was Neues. Alles klar. Okay, wir sind wieder right on track. 21. März, Hotel Gatewater, Fallchensaal. Es hat irgendeiner toll in den Kommentaren gemerkt, wieso liest du das denn immer vor? Schreib bitte jetzt einfach mal in die Kommentare, warum ich das vorlese. Vielleicht lernt der eine oder andere noch davon. Ich weiß, nie wirklich, aber Hoffnung und so, ne? Alright, wie geht's Ihnen? Herr Powers. Waren Sie die ganze Zeit über hier? Ja, Leute. Die mit dem Mord in Verbindung stehen, dürfen das Haus nicht verlassen. Wir können reden. Reden. Können Sie mir etwas mehr über die Sendung des Nickel-Samurai erzählen? Okay. Das ging schnell. Der Nickel-Samurai ist eine Actionserie, die auf Kinder abzielt. So wie dieses Let's Play. Was? Es ist die Fortsetzung von Der Stil Samurai. Oder extra ganz heroisch, damit ich auch wirklich jeden völlig verärge. Der Stil Samurai. Das war die über 9000 Version. Ich verstehe. Tust du nicht, aber du redest einfach. So wie ich das auch mache. Diesmal gibt es 3 Samurai-Brüder. Aluminium-Samurai, Zinn-Samurai und natürlich Nickel-Samurai. Und nur einer von ihnen hat wirklich Sinn. Es ist ein Liebesdreieck in New Old Tokyo. Ich verstehe. Garantiert nicht. Moment. Ein liebes was? Ein Liebesdreieck. Das Mädchen Sayo arbeitet im Teeladen und alle 3 verlieben sich in sie. Oh. Dann steht das Dreieck für die 3 um das Mädchen streitenden Brüder. Sayo ist in Wirklichkeit die Tochter des bösen Anführers des Erdbeer-Clans.
Ich würde es kaufen. Best Anime ever. Klingt nach einer komischen Situation. Wie Romeo und Julia. Nummer 3. Hier. Ja. Diese Art von Liebesgeschichte kommt aber seltsamerweise bei den Sekretärinnen voll an. Falls Sie Sekretärinnen da draußen sind und möchten jetzt was in die Kommentare schreiben, ist das Ihre Chance übrigens. Ja, Pearl? Was passiert dann? Ich will es wissen. Frau Sayo, verliebt sie sich? Frau Sayo auch? Sie tut es, oder? Jeden Sonntag um 8 Uhr musst du einschalten. Außer die letzte Staffel. Die war scheiße. Ja. Ich höre noch diese Woche damit auf, die bunte Stunde für kleine Genies zu sehen. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich darüber nachdenkt. Ich würde es mir auch angucken. Das ist so geil. Also, wie ist die Mini... Die Mini-Ninja-Fernsehserie so? Eigentlich sollte es nur ein Remake eines alten Films werden. Der Mini-Ninja ist wie die Samurai-Sendung auf Kinder ausgerichtet. Es ist die Geschichte eines Ninjas, der als Ninja versagt, aber ein großer Popstar wird. Die Geschichte von Donald Trump, ein Präsident der... Nein, komm. Ja. Was? Er war wirklich ein mieser Ninja, hat dieses Ninja-Zeug einfach nicht hinbekommen. Aber hallo, er konnte richtig gut singen. Mit seiner treuen, grellroten Gitarre eroberte er das Altertum im Sturm. Ein Ninja mit einer roten Gitarre. Und dann der Endkampf vor den Augen seiner geliebten Prinzessin Misola. Minne gegen die 5 Murumachi. Doch dann, am Kampf vor dem dritten Kampf, fängt sich der Held eine Erkältung ein. Gott. Oh, das ist aber schade für ihn. Ja. Aber diese auf Popmusik basierenden Liebesgeschichten kommen bei Schulmädchen an. Falls Sie Schulmädchen sind, ich wiederhole das gerne nochmal, jetzt in die Kommentare. Ja, Pearl? Und wie geht's dann weiter? Ich will's wissen. Minne, der Minne-Ninja. Wird er singen können? Was wird aus der Prinzessin? Jeden Sonntag um 8 Uhr. Welche Sendung soll ich nur gucken? Ich kann nicht glauben, dass ihr wirklich darüber nachdenkt. Die Sunday Morning Wars oder so. Ja. So. Mal gucken. Was haben wir denn noch? So, haben wir hier noch irgendwas? Kann ich dir denn mal richtig auf die Nerven gehen? Ich guck mal. Kann ich dir auf den Sender gehen? Oh, ich soll zu Gamschu? Der Silver sagt, ich soll zu Gamschu. So, das hatten wir schon mal. So. Ich gebe ihm, was sie wollen. Na naja, gut. Wir gehen mal zu Gamschu. Wenn der Silver das... Nein! Migräne! Migräne! Gehen! So. Wo ist er denn? Ist er in einem der Zimmer? Da ist er. So, wir sind da. Was schlägt denn der Silver vor, was wir jetzt mit ihm mal quatschen sollen? Was?
das Glas und den Gitarrenkoffer. Okay, dann machen wir das nochmal. Wir präsentieren das mal. Zu diesem Glas. Ah, du hast es also bemerkt, Junge. Haben wir? Der ganze Tatort war im Chaos, aber das Glas war das einzige unversehrte Gegenstand. Ja, habe ich genau, das habe ich gemerkt. Das ist Ihnen auch aufgefallen, Inspektor Gamschuh. Nein, eigentlich ist das Frau von Kammer zuerst aufgefallen. Wen überrascht's? Ja, Pearls hat das auch von mir bemerkt. Hey, Moment mal. Heißt das, dass Frau von Kammer hierher kommt? Ja, sie kommt. Mann, du wirst ziemlich Schwierigkeiten bekommen. Es wäre wohl das Beste, wenn du ihr aus dem Weg gehen würdest. Sobald ich sie sehe, lege ich einen 1000-Meter-Sprint ein. Es piept wieder, ne? Was ist denn das für ein Piepen, Herr Nick? Das Geräusch habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das ist Frau von Kammer. Hä? Immer wenn ich dieses Piepen höre, taucht sie aus dem Nichts auf und peitscht mich. Jetzt, wo Sie es erwähnen, das ist beim letzten Mal auch passiert. Tut mir leid. Ich muss mich verdrücken. Bis später, Junge. Natürlich. Natürlich. Endlich hast du dein wahres Wesen offenbart, Phoenix Wright. Ist es so wie verlangt, nur ein einziges Mal nett zu mir zu sein? Du ziehst also jämmerliche Inspektoren Informationen aus der Nase, wo es geht. Das ist äußerst unehrenhaft. Aua. Hey, lauf bloß nicht weg, du gammeliger Trenchcoat. Ich hätte nicht gedacht, dass die Inspektoren in diesem Land so jämmerlich sind. Inspektor, komm noch mal kurz her. Aua. Jetzt geht es mir besser. Wenigstens warst du Manns genug, deine Strafe abzuholen. Er war so verängstigt, dass er auf der Stelle erstarrte. Phoenix Wright! Du hast meine perfekte Prozessbilanz befleckt. Das werde ich dir nie vergessen. Dieses Mal ist der Sieg mein. Dir gehört der Sieg? Ist das alles, worum es bei dir bei allem geht? Was? Los, Gammelgesicht. Die Untersuchungsbesprechung beginnt gleich. Jawohl. Es ist noch nicht vorbei. Bei meiner Familienehre. Gut, die ist nicht so groß. Aua. Hat sie den jetzt wieder nach mir geworfen? Gut, dass der Silver das auswendig kennt. Wenn ihr euch an das erinnert, was wir gerade haben. Wir müssen ja sozusagen, er hat Ömmerken unten bestechen. Das wird die Bestechung sein. Nun, das heißt wohl, dass ich jetzt zurück aufs Revier muss, Junge. Wenn du etwas für mich brauchst, komm in die Kriminalabteilung, okay? Und versuche Frau von Kammer aus dem Weg zu gehen. Ich tue das, aber ich will erstmal gucken, was wir für ein neues Spielzeug haben. Wo ist es denn? Ach, das muss ich mir... Ja, guten Morgen. Warum nimmst du es nicht mit, du Doofkopf? Herr Nick, was ist das denn für ein Stück Papier? Das ist ein Autogramm. Autogramm? Da steht Herr Corridas Name drauf, also ist das ein Autogramm. Das kann ich überhaupt nicht lesen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie jemanden so schreiben sehen. Ach, das ist eine spezielle Schreibweise. Das nennt man Kursiv. Sieh mal, hier steht für meine liebste Wendy in normaler Schrift. Ja, danke. Noch mehr Hinweise brauche ich auch nicht. Diese schlampige, unleserliche Schrift, grausam, das zu verschenken. Moment mal. Wendy? Den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, hast du. Hast du definitiv. So, es geht weiter. Zu dir kommen wir auch noch.
Zu dir kommen wir vielleicht nicht mehr. Hoffe ich. So, es kann losgehen. Wie ihr schon zu Recht immer sagt... Ach so, ja. Folge 508 und ich kann es immer noch nicht. Das Let's Play ist vorbei und dann hat das begriffen. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Warum die nicht gleich die Wahrheit sagen? Hör mal. Du das ganze Spiel doch bekloppt machen. Stell dir vor, die würden alle sagen, worum es geht. Wären wir in 2 Minuten durch. Müssen wir nur durchklicken. So, jetzt geht's los. So. Genau. Zack, 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 zack. Das wissen wir. So. Ich weiß, was sie haben wollen und das ist ein Autogramm. Das? Das ist hier Johanns Autogramm. Ja, ist es. Und? Das steht sogar für meine liebste Wendy. Darauf. Das bin ich, oder? Oder? Mein Name ist Wendy Oldbeck, also muss ich diese Wendy sein, oder? Nun, es mag zwar Wendy draufstehen, aber ich glaube nicht, dass Johann beim Schreiben an diese Wendy dachte. Oh bitte, gib es mir, bitte. Ich kann es Ihnen nicht einfach so geben. Ja, ich weiß. Wie wär's in einem Tausch? Das ging schnell. Wow, sie muss dieses Autogramm wirklich haben wollen. Mein Angebot ist nicht gut genug für dich. Na gut, Wright, du gewinnst. Wendy Oldbeck, bereit, ihr Herz auszuschütten. Nur für meinen geliebten Juan. Was war das denn für ein Blödsinnsrätsel? Okay. Autogramm an liebste Wendy übergeben. Ja. Dann erzähl mal. Dann erzähl mal. Und ich darf mir jetzt wieder den Mund fusselig reden. Ich freue mich. Jetzt tust du mir leid. Ich muss dich synchronisieren. Die halbe Welt weiß, was ich hier tue. Hä? Ich sage dir, ich sah ihn an diesem Abend. Ich sah ihn aus Juans Zimmer kommen. Sie scherzen. Oh nein! Das war 10 Minuten, bevor mein Juan leise fand. Das war nur ein Zufall. Ich ging zur Toilette und kümmere mich um seine Sachen. Und? Haben Sie das der Polizei gesagt? Natürlich! Ich dachte, ich könnte 1 oder 2 Geschenkgutscheine angattern. Wie man das halt so von der Polizei tut. Vielleicht gibt's auch Payback-Punkte, ne? Oh. Geschenkgutscheine? Man hat mich erneut für diesen Teil des Verfahrens morgen angerufen. Dieses Mal zeige ich's dir. Ich werde hart für einen Schuldspruch arbeiten. Aber Herr Ongard hat nichts Unrechtes getan. Solche Details scheren mich nicht. Ich weiß, dass er meinen armen Johann tötete. Das gelbbäuchige Huhn. Ein gelbbäuchiges Huhn? Ich frage mich, wie das wohl aussehe. Ich vertraue dir meinen Sinn. Ich weiß, wenn jemand etwas Böses tat, und er tat es. Was hat Herr Ongard ihr nur angetan, um das zu verdienen? Hat er gesagt, soll die Fresse halten? Ich meine höflich, einfach mal weniger reden. Was hat Herr Ongard ihnen angetan, dass sie so... Das weißt du nicht? Vermutlich in der Minute weiß ich's. Der Typ hat meinen Juan etwas angehängt. Er hat diesen Skandal geschaffen, der den armen Juan plagte. Herr Nick? Was gibt es? Was ist ein Skandal? Das erkläre ich dir, wenn wir zu Hause sind, okay? Armer Juan, verführt durch die Listen dieser gemeinen Verführerin. Herr Nick, was meinst du mit Listen und gemeinen Verführerin? Warum hören wir für den Moment nicht einfach nur zu, okay, Pearls? Also, Frau Oldbeck, wer ist diese Frau, von der Sie da sprachen? Adrian Andrews natürlich, wer sonst? Er hat Juan und das Mädchen absichtlich in ihre Arme getrieben. Seine eigene Managerin, aber warum? Ich dachte, Anwälte wären schlau. Man braucht einen Skandal, der Juan schadete. Das Mädchen trieb Juan in einen Skandal, der seinen Ruf beschmutzte. Klingt in meinen Augen wie ein Skandal, die Standarddefinition eines Skandals. Woher wissen Sie das, Frau Oldbeck? Ich bin einer von Juans größten Fans, natürlich. Ich sammle immer Informationen. Es gibt nichts, das ich nicht weiß. Und haben Sie Beweise dafür, dass Herr Ongard das tat, was Sie behaupteten? Es steht nächste Woche in einer bestimmten Zeitschrift.
Ah, natürlich. Ein Boulevardblatt. Nächste Woche? Bedeutet das nicht, dass die Leute dann noch nichts darüber wissen? Warum besitzt Frau Oldbeck solche Informationen? Und woher? Okay. Okay. Ja, Lotta ist eine gute Geschichte. Ja. Das heißt, ab zu Lotta, ne? Wo auch sonst hin? Na, weißt du schon was Neues? Nein, wird. So, was hast du denn Neues? Der große Knüller. Ja, natürlich ist es der große Knüller. Du könntest es mir auch einfach so erzählen, aber natürlich tust du es nicht. Also gehe ich dir mal richtig auf den Nerven. So. Der große Knüller. Lotta, würden Sie bitte meine Fragen beantworten? Warum haben Sie sich am Abend des Mordes in der Nähe von Corins Zimmer aufgehalten? Hab ich dir doch gesagt, für meinen Knüller. Ich möchte mehr über die Details zu diesem Knüller wissen. Die kann ich dir nicht preisgeben. Ich meine, davon lebe ich. Nun gut, eine unangenehme Boulevardfotografin auf der Suche nach einem Knüller. Ich würde sagen, dass sie einem Skandal nachging. Könnte es sein, dass Sie, Lotta Hart, den Durchbruch mit einer riesigen Story wollten? Vielleicht bin ich zwischen Juan, Corrida und dieser Person. Jetzt wissen wir das ja auch. Komm, Venue Oldbeck. So, das ist mit Sicherheit schon mal richtig. Diese Frau! Das ist Adrian Andrews, die Managerin von Matt Angard. Die Managerin des Nickel Samurai trifft heimlich diesen Rivalen, den Minne Ninja. Das wäre die heißeste Story der Saison, nicht wahr? Du bist richtig gut bei deinem Ratespiel, Anwalt. Aber man kann sich nicht etwas ausdenken und glauben, es käme in die Zeitung. Man braucht eine Absicherung. Absicherung? Ja, ja. Die braucht man unbedingt. Wie nennt man das noch gleich? Nachrichtenwelle. Nachrichten? Macht das Sinn? Ist das wieder ein deutscher Übersetzungsfehler? Danke. Sie meinen wohl eine Nachrichtenquelle. Genau. Dann zeig mir mal Beweis dafür, dass dieser Juan und etwas mit Frau Andrews hatte. Okay. Einmal bitte zurück. So. Was haben wir denn hier Schönes? Kann es sein, dass wir das noch gar nicht haben? Von Powers mitgenommen? Aha. Okay, dann weiß ich aber jedenfalls schon, wo ich es herkriege. Wir sehen uns gleich wieder, Lotta. Wir sehen uns gleich wieder. Meinst du, ich habe bei Powers irgendwas vergessen? Nee. Nee. Das haben wir auch alles. Warte mal. Dann höchstwahrscheinlich wieder präsentieren. Ich kenne die Sachen ja und du erzählst uns bestimmt was. Das tut er. Danke, das war es, was fehlte. Hey, das ist Frau Andrews.
Sie ist Matts Managerin. Ich habe mich einmal ein wenig für sie interessiert. Naja, nur ein ganz klein wenig. Also mag Herr Powers diesen Frau-Typ. Was ist denn über Frau Andrews? Nun, die Sache ist die. Ich kenne sie nicht wirklich. Im eigentlichen Sinne. Es gibt ein kleines Gerücht über sie. Danke, das wird das sein, was uns fehlt, ne? Ein Gerücht? Ha! Wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen mehr darüber verraten. Er ist so glücklich wie ein Löwe, der gerade seine nächste Mahlzeit gefunden hat. Ja, dann erzähl mir noch was. Also. Würden Sie mir bitte mehr über diesen Tratsch erzählen? Ah, Sie interessieren sich also auch. Das habe ich mir noch gedacht. Ja, es ist irgendwie mein Job gerade. Ich habe so eine Schwäche für Tratsch über Berühmtheiten. Oh, wirklich? Sie auch? Was? Schön. Ja, also sehen Sie sich das hier mal an. Ist das das Revolverblatt, das Frau Oldbeck lesen würde? Na gut, schauen wir mal. Minis Rendezvous um Mitternacht. Mit der mysteriösen, aber wunderschönen Managerin der Stars, Frau A.A. Jetzt verstehen Sie, oder nicht? Was? Tun Sie nur, als wüssten Sie nicht Bescheid, Herr Wright. Jon Corrida hatte keine eigene Managerin. Was bedeutet das, eine Managerin mit den Initialen A.A.? Adrian Andrews. Ja, genau. Das ist die große Neuigkeit. Aber es scheint seltsam, diese Frau Andrews. Zusammen mit dem größten Rivalen ihres Mandanten. Ah, das ist die wunderbare Sache, die nur zwischen zwei Menschen geschehen kann. Herr Powers sieht so glücklich aus. Pölzmann einfach mit, ohne zu wissen, warum er eigentlich lächelt. Nun, Sie wissen ja. Des einen Lust, des anderen Frust. Okay. Ab zu Lotta. So, Lotta, jetzt bist du fällig und dann hoffe ich, dass wir dann endlich vor Gericht landen. Weil diese Adventure-Elemente sind echt mit Abstand am schwächsten. Ich glaube, die sind aber bei Teil 3, glaube ich, wieder ein bisschen besser. So. Muss ich das alles nochmal machen? Okay, muss ich alles nochmal machen. Ja, schön. So, bla 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 bla, schwabbel schwabbel schwabbel, bla 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 bla. So. Rendezvous um Mitternacht. Ein Superstar in einem heißen, ultrageheimen Liebesskandal. Glaubhafte Quellen bei einem Revolverblatt. Das könnte von der Blödzeitung sein. Behaupten, dass Juan Corrida mit der mysteriösen, aber schönen Managerin der Stars, Frau A.A., in intimen Kontakt gekommen ist. Das ist ein Artikel aus einer gewissen Boulevardzeitschrift. Rendezvous um Mitternacht. Mit der mysteriösen, aber schönen Managerin der Stars, Frau A.A. Ah! Herr Corrida selbst hatte keinen eigenen Manager. Außerdem hat die Managerin seines Rivalen Matt Ongard Adrian Andrews. Die Initialen A.A. Ach was. Sie lasen diesen Artikel und wollten dann zum Beweis einige Fotos machen. Darum haben sie sich letzten Abend vor Herr Corridas Tür herumgetrieben. So. So, Lotta, dann erzähl mal. Danke. Geht doch. Dass man immer so brutal werden muss hier. Sie haben sich mit der Affäre um Herrn Corrida und Frau Andrews befasst, nicht wahr? Du hast es erfasst. Ich wollte sie beim heimlichen Date erwischen. Aber es gibt doch schon einen Artikel darüber in einem der Boulevardblätter. Aktuell ist es nicht mehr. Was hast du da gesagt? Ihre Initialen sind AA. Das ist doch schon ganz schön vage. Kommt man auch jetzt nicht drauf, ne? Weil ist ja wahrscheinlich auch sonst hier, ne? Double A. Albert Augstein, natürlich. Das beweist gar nichts. Die Leute wollen doch schon einen echten Beweis sehen. Nun, zumindest will ich das. Deswegen war ich hier, um Fotos zu machen. Ich werde das Interesse der Leser mit Gerüchten und etwas Irreführung wecken. Dann peppe ich das Ganze noch ein wenig mehr auf und schon habe ich die Exklusivstory.
Oh, Lothar, so viel zum Thema Journalistenehre. Ich bin gerade mit einem aufgepeppten Artikel fertig. Aber das Papier, auf das ich es geschrieben habe, die Notiz an mich selbst, ist weg. Die Notiz an Sie selbst? Sie war in der Tasche einer 1600-Dollar-Kamera. Sie haben sie zusammen vom Acker gemacht. Ich bin ja von meiner großen Story hergekommen, nicht um meinen Schatz zu verlieren. Ja, ja, ich verstehe ich. Da kann ein Mädchen schon durchdrehen. Was ist nur aus den Leuten geworden? Ich hätte nie gedacht, dass man eines Tages etwas stehlen würde. Sie möchten diese Notiz wirklich zurückhaben, ha? Ich weiß zwar nicht warum, aber die Story auf dem Zettel ist wohl eine dreiste Lüge. So, haben wir. Und hier setzen wir mal eben Cut. Bis gleich.